Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vielleicht sehen wir ja heute den einen oder anderen Bewohner hier hinter mir. Bin ja mal gespannt. Gerade haben sie sich noch ein bisschen gezeigt. Man weiß es nicht. Ich habe heute wieder ein kleines Unboxing für euch, denn ich habe so ein paar Kleinigkeiten für die Mäuschen bei Zoo Plus bestellt. Und hier ist auch das Paket. Ich habe das schon mal aufgemacht. Dann geht das jetzt auch ein bisschen schneller. Und ich bin gespannt, was die kleinen Mäuschen dazu sagen werden. Fangen wir mal an auszupacken. Ist mal die Pappe weg. Brauchen wir nämlich nicht. Und dann wollen wir mal gucken. Gut, dass das so schön knistert. So, hier haben wir schon mal die Rechnung. Dann kann ich euch auch direkt sagen, wie teuer das alles nochmal war. Jetzt bin ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. So, ich habe die Rechnung. Und das erste Teil ist auch eigentlich das größte. Das ist dieses Stückchen hier. Ganz viel Knisterfolie. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch. Ich pack das mal aus. So. Und wenn ich es rausbekomme. Ganz viel Folie. Und hier ist das gute Stück. Eine richtig schöne große Korkröhre. Ist echt groß, wenn man so vergleicht. Ah, guck mal, da haben wir doch schon einen Kandidaten. Das da ist der kleine neugierige Bash. Bash, sag mal hallo. Leute kenne ich noch gar nicht. Sag mal hallo. Oh, jetzt sieht man dich gar nicht mehr da. Guck mal, das ist eine Korkröhre. Toll, ne? Super. Ja, das ist auf jeden Fall eine Korkröhre. Mit schönem großem Durchmesser, damit halt auch die Mäuschen durchpassen. Und ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Diese Korkröhre hat gekostet 7,99 €. So. Na, habe ich noch einen. Wo ist er denn? Man sieht ihn gar nicht. Da ist er. So, als nächstes habe ich natürlich, yam, 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 kleine leckere Ringelblumenherzchen bestellt. Hier von Grainless. Lecker, so kleine süße Herzchen mögen die eigentlich ganz gerne. Was meinst du? Magst du das gerne? Ja. Die kosten 1,99 €. So, als letztes habe ich dann noch endlich mal meinen Fruchtspießhalter bestellt. Der ist super. Kann man halt oben hier so ins Gehege hängen und dann kann man da Früchte aufspießen, also so Gurke, Zucchini, Tomate und die dann reinhängen und dann können die nicht so verschleppt werden. Ich finde das super. Wollte ich mir endlich mal holen und der kostet 2,99 €. Ja, eigentlich war es das jetzt schon. Ich habe nicht viel mehr bestellt. Es war nur so ein kleines Unboxing. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wenn ja, dann abonniert gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.